Hi ho, meine lieben Rollenspielfreunde. Ja, ihr seht richtig, wir sind bei Drakensang am Fluss der Zeit. Es geht tatsächlich mal wieder weiter. Ja. Kurzes Vorwort. Ich hatte einfach eine ganze Weile keine Motivation und auch keine Zeit zu spielen. Das lag nicht daran, dass Drakensang ein schlechtes Spiel ist, sondern einfach, das Add-on. Ja, okay. Und zwar das Add-on ist ein bisschen, ziemlich anstrengend. Also erst einmal ist es ein bisschen nicht so toll integriert ins Spiel, muss ich ehrlich sagen. Und zum anderen ist es doch im Gegensatz zum Hauptspiel verdammt schwierig. Okay, wir nehmen jetzt erst einmal die Kristallsphäre. Dadurch wecken wir gleich mal wieder einen ganzen Trupp an Skeletten auf. Das kannten wir, glaube ich, vom letzten Mal schon. Ja, komm schon! Sternenwurf. Du machst Fulminictus auf den Skelettmagier. So, und haust ihn auch gleich weg. Kuano, trink ein Einbeersaft, bevor du umfällst. Oder trotzdem umfällst, das ist schon mal nicht so toll. Vorgrim einen Wuchtschlag gegen den Magier. Ja. Okay, zwei von uns sind down. Fyris ist paralysiert. Na, ganz toll. Okay, das könnte knapp werden. Ja, das könnte sogar sehr knapp werden. Wenn Fyris jetzt gleich stirbt. Nein, tut sie nicht. Okay. Puh. Was hatten die nochmal dabei? Ausgeblichene Knochen. Nee, brauchen wir nicht. Ich sollte erstmal gucken, dass ich mich selber verarzte. Also die kritische Wunde wegkriege. So, das hat geklappt. Ist ja schon mal ein sehr schlechter Start wieder ins Spiel. Aber wir haben es gerade so geschafft. So, Vorgrim noch. Ja? Und Fyris ist einmal Balsam auf Vorgrim, da der noch am meisten angeschlagen ist. So. Und dann geht's weiter. Ja, das war ja noch das Einfache. Also ich glaube, das hatten wir sogar schon mal. Alle mir nach, bitte. F5 war Schnellspeichern, genau. Ist ja jetzt ein paar Monate her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich bin wirklich froh, dass ich kein Schlager des Namenlosen bin. Jetzt brauchen wir nur noch 4 Kristalle. Ja, als ob das jetzt so viel besser ist. Blöder Djinn. Und ja, wir kommen halt hier nicht raus. Von dem Portalraum sind wir ja hier die Hälfte durchgegangen. Und wir müssen... Wir kommen halt einfach nicht mehr hier raus, soweit ich weiß. Wer ist besser im Fallen entschärfen? Wer war da nochmal besser? Fyris? Fallen entschärft 21, ja. Kuano 7. Also Fyris entschärft die Falle. So, dankeschön. Und die nächste auch, bitte. Das klappt wenigstens ganz gut. So. Und jetzt kommt, glaube ich, dann gleich der Raum, in dem wir das letzte Mal krepiert sind. Im nächsten Raum dort ist einer der Kristalle. Doch
Seid gewappnet. Die Schichten des Namenlosen werden versucht, euch aufzuhalten. Habt ihr dies geschafft? Sehen wir weiter. Ja. Okay. Also noch ein Altarraum mit Skelettmagiern. Ja. Mal wieder. Dieses Mal sollten wir gucken, dass wir etwas besser an die Sache rangehen, wie gerade eben. Skelettmagier, Skelettkrieger. Also ja, wir können schon mal gucken, was hier so rumliegt, aber hier scheinen Skelett. Also ein normales Skelett. Hier scheint es nur ein Skelettmagier zu geben. Nein, zwei, die aufstehen werden. Deswegen das bessere Angebot, Glückssegen, Fexensgunst. Aktivier mal das. Das dürfte dir ein paar Boni geben, soweit ich weiß. Bei Fex. Genau. So. Jetzt ganze Gruppe auf den Skelettmagier. Du schon mal einen Fulminiklus. Du Sternenwurf. So, da ist einmal der Magier schon mal weg. Du kannst dich dann um den Krieger kümmern. Gleich mehrmals. Du um das normale Skelett. Fallriss und den Skelettmagier da hinten. Mit einem Meisterschuss. Und ich am besten mit einem Fulminictus. Obwohl ein Kugelblitz ist, glaube ich, besser. So. Okay, der ist schon mal weg. Ohne, dass wir einen Kugelblitz gebraucht haben. Dann einen Fulminictus bitte auf den da. Vorgrim ist umgeworfen. Fallriss sollte sich selber heilen. Quan und Sternwurf. Au. Mist. Da ist unsere Heilerin ausgefallen. Vorgrim. Angriff! Wuchtschläge. Fulminictus auf den da. So, da ist der auch weg. Und ich sollte öfter mal Sternenstaub benutzen. Das hilft nämlich uns und schadet dem Gegner. Fällt mir gerade so ein. So. Und weg mit dem da. Gut, das lief diesmal etwas besser. Außer dass Fallriss natürlich umgefallen ist. Deswegen verarzten wir sie mal. So. Gleich wieder ein Quicksave. Ja, ich mache hier jetzt ein paar mehr Quicksaves als nötig ist. Einfach aus dem Grund, weil das hier so hacke schwer ist und ich nicht alles nochmal machen möchte. Wenn ihr so weitermacht, werden dem Namenlosen noch die Monster ausgehen. Kommt, zu den nächsten drei Kristallen kommen wir nur über die große Halle bei unserem Steinklops. Ja, er macht uns wieder eine Tür auf. Also ja, ich werde jetzt hier keine Zusammenfassung machen, weil das vielleicht irgendwie komisch rüberkommt. Gehen wir einfach mal davon aus, dass die letzte Folge gar nicht mal so lang her ist. Wir sind also immer noch in den Hallen des Vergessens gefangen und müssen dort rauskommen. Und der Jin meint, der könnte uns dabei helfen. Und ich glaube, jetzt kommt gleich... Ja, genau, das war der Ort, wo wir das letzte Mal versagt haben, oder? Nein, noch nicht ganz. Warum ist er da lang gegangen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Mir fällt nur noch ein, dass das ein Raum war. Wir haben schon die Hälfte der Kristalle zusammen. Der Rest wird auch ein Kinderspiel. Was sagst du, alter Geröllrauch? Hier? Was hast du schon dafür getan? Türen aufgeweht? Ja, mecker du nur. Wenigstens muss ich nicht mit den Fäusten auf dem Boden trommeln, um eine Tür aufzubekommen. Kommt, wir holen uns die restlichen Kristalle. Also die beiden mögen sich schon mal.
Und ich muss sagen, das läuft wirklich gut dafür, dass, dass das letzte Mal so schlecht lief. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Ich hätte schwören können, hier irgendwo dazwischen war ein Raum mit irgendwelchen Skorpionen oder anderen Viechern, die uns einfach mal so umgebratzt haben. Aber da wird mich meine Erinnerung ein bisschen trüben, ne? Also hier wäre schon mal eine Tür, die nicht aufgeht. Na, okay. Machen wir einfach weiter, solange es nur Skelettmagier sind. Ja? Und ein paar Fallen. Und ich muss ehrlich sagen, der dritte Karma-Punkt braucht wirklich schon lang zum Regenerieren. Da sind sie. Den Raum meinte ich, glaube ich, sogar. Das war der Raum, der uns das letzte Mal getötet hat. Genau, jetzt kommen nämlich Dutzende Skarabäen aus den Löchern gekrochen. So. Und so. Hoffentlich klappt das einigermaßen, was ich hier treibe. War nur einen Sternenwurf. Oh, ich habe sogar eine Wunde davon getragen schon. Okay, der mich bedrängt hat, ist schon mal weg. Du heil mal vorsichts. Und da ist schon Quano gefallen. Vorgrim hat eine Wunde. So. Du heil mal Vorgrim die Wunde weg. In der Hoffnung, dass das klappt. Und irgendwie müssen wir gucken, dass wir den letzten Käfer hier noch loswerden. Bevor der mich umbringt, so. So, auf den letzten Käfer einen Scharfschuss. Was? Und sie hat nicht mehr genug Astralenergie für eine Heilung auf mich. Na, jetzt hat sie wieder welche. So, ich heile Quano. Und vorgeguckt mal, dass er Chitin einsackt. Okay, und hier war nur eine Schatzkammer. Ist egal, ist auch was wert. Wenigstens haben wir es geschafft, die Skarabäen zu überleben. Gucken wir mal, was gibt es hier denn für Schätze? Ein einfacher, also eine Goldmünze, ein einfacher Verband ist immer gut. Eine Goldmünze, Geschoss, Kugelsplitter, eine Haarnadel. So, dann gucken wir mal kurz ins Inventar von Vorgrim. Das viel zu voll ist. Zwergisches Kettenhemd. Wieso trägst du einen geflochtenen Lederpanzer? Ganz ehrlich, warum trägst du den? Hat der irgendwas Besonderes? Wenn nicht, würde ich es vorziehen, dass du das Ding wieder trägst. Wie viel Behinderung macht der? 0,2. Na, okay, das ist dann doch ein bisschen besser als 5 Behinderung. Okay. Ah, das war wahrscheinlich der Grund. So, Haarnadel, Quado, Verband an mich. Skorpionstachel können wir mal an sie weitergeben. Schleifsteine, Bärenzähne. Ach, solche Sachen können auch mal an sie, genauso wie das Chitin. Der Schmuck bleibt bei Vorgrim und das Blattgold kann auf die zweite Seite, davon haben wir schon wieder viel zu viel. Vorgrim hat eine Brandsalbe. Okay. Also hier war nichts. Auch gut. Ich weiß echt nicht mehr, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Wo wir untergegangen sind.
Folgen wir einfach weiter dem Weg. Hier könnte es gewesen sein.